Die Pressekonferenz von Frisch auf Göppingen wird Ihnen präsentiert von TeamViewer. Sicher, skalierbar, leistungsstark. Herzlich willkommen zum Mediengespräch vor dem Ligvi Molli Bundesligaspiel Frisch auf Göppingen gegen TuS im Essen am Donnerstag um 19 Uhr. Hinter mir auf dem Podium begrüße ich recht herzlich Till Herrmann, unseren Chefcoach Hartmut Meierhofer und unseren sportlichen Leiter Christian Schöne. Schnell zur Ausgangssituation. Wir stehen derzeit auf Tabellenplatz 5 mit 35-19 Punkten. Unser Gast am Donnerstag, TuS im Essen, derzeit auf dem 19. Platz mit 11-47 Punkten. Und das heißt für die Gäste am Donnerstag, sie sind aktuell 9 Punkte hinterm rettenden Ufer. Ja, Hartmut, nach 9 Siegen in Folge gab es jetzt 4 Spiele mit 2 Unentschieden. Nordhorn, ein tolles Spiel hier. Dann Flensburg, Gänsehautspiel hier in der EWS Arena, aber auch 2 Niederlagen in Stuttgart und in Melsungen. Und wenn wir mal schnell einen kleinen Rückblick machen auf das Spiel in Melsungen. Zu viele weggeworfene Bälle hörte man, war vielleicht auch der Tank schon ein bisschen leer, weil wir sind in den englischen Wochen. Einfach so einen kurzen Rückblick zu diesem Spiel von dir. Ich glaube nicht, dass der Tank leer war. Ich habe mich aber über die erste Halbzeit geärgert, weil wir in die Halbzeit eigentlich mit einem Vorsprung gehen müssen. Das hat die Mannschaft gut gemacht. Wir haben uns wirklich gute Chancen herausgespielt und haben es versäumt, dort das auch dann in Zählbares umzumünzen. Werfen tatsächlich 6 freie Bälle auch dann oder haben wir nicht verwerten können, die aber wir gut rausgespielt haben. Also die erste Halbzeit war absolut in Ordnung. Zweite Halbzeit haben wir dieses Niveau nicht mehr erreicht. Melsung hat ein gutes Spiel gemacht, wirklich gutes Spiel mit einer sehr guten Torwartleistung. Und am Ende haben wir dann natürlich aufgemacht, nachdem wir dann 4-5 Tore hinten waren, um eventuell nochmal den Gegner vor Aufgaben zu stellen. Aber das ist dann natürlich dann auch, haben wir es dann relativ deutlich verloren. Aber ich glaube, ganz so deutlich war der Unterschied nicht. Wir haben es versäumt, wie gesagt, in der ersten Halbzeit, da auch dann mehr rauszuholen aus diesem Spiel. Das einfach als kurzer Rückblick und deshalb auch gleich den Blick nach vorne. Am Donnerstag kommt TuS im Essen hierher. Hartmut, was muss man anders machen, wenn ich jetzt denke, Flensburg, sensationelles Spiel hier, Gänsehaut, ich sagte es schon. Und jetzt diese Auswärtsniederlage. Was muss die Mannschaft am Donnerstag anders machen, damit die Punkte hier in der EWS Arena bleiben? Naja, ich denke, von der Tabellensituation ist es natürlich eine andere Voraussetzung. Aber es ist am Ende des Tages in jedem Spiel dasselbe. Wir müssen schauen, dass wir unser Limit erreichen. Das ist uns gegen Stuttgart nicht gelungen. Und das wird aber auch gegen Essen notwendig sein. Ich finde, dass es Essen wirklich richtig stark macht. Und wenn man jetzt die engen Spiele sieht, die sie tatsächlich hatten, auch mit guten Ergebnissen, auch nur ganz knapp gegen Flensburg verloren, dann zeigen sie auch, dass sie konkurrenzfähig sind. Und sie könnten ohne Probleme 10 Punkte mehr auf ihrem Habenkonto haben, wenn sie die engen Spiele für sich entscheiden hätten können. Und deswegen wird es für uns darum gehen, unser Niveau oben zu halten, auch in der Siegesserie, die wir hatten. Dort haben wir stetig hindurch ja am absoluten Limit gespielt. Das wird auch gegen Essen notwendig sein. Hartmut, englische Wochen bedeuten natürlich auch Verletzungsgefahr. Jetzt hat sich ein wichtiger Spieler von uns nicht bei einem Spiel bei uns in der Liga verletzt, sondern bei der Nationalmannschaft. Die Rede ist natürlich von Sebastian Heimann. Wie geht's dem? Kann der schon mittrainieren? Und die vage Frage, womöglich am Donnerstag auflaufen? Ich kann es nicht sagen. Also wir hatten ja die Hoffnung, dass er vielleicht in Melsungen ein paar Minuten auch dann haben kann. Er hat sich mit warm gemacht, dort war es dann aber nicht möglich. Und wir haben jetzt nochmal zwar nur wenige Tage Zeit, aber ein bisschen noch bis zu dem Essener Spiel. Und er ist in Behandlung, er macht sein eigenständiges Training und wir versuchen die Belastung jetzt peu à peu zu steigern, sodass vielleicht dann wirklich etwas gegen Essen möglich ist. Also es ist im Bereich des Möglichen, aber wir können es momentan nicht hundertprozentig sagen. Lass mich nochmal zurückkommen auf das Spiel gegen TuS im Essen am Donnerstag. Du hast schon ein paar Dinge über die Mannschaft gesagt, so allgemein. Aber ist da etwas in dieser Mannschaft, das dir besonders aufgefallen ist, wo wir am Donnerstag den Fokus drauf legen müssen, wo wir besonders aufpassen müssen, dass die da keine Überraschung machen? Eine Mannschaft, die 60 Minuten lang wirklich Tempo geht, ja, 60 Minuten lang Gegenstoß, zweite Welle, schnelle Mitte, sind sehr erfolgreich damit. Und ein außergewöhnlich starkes Zusammenspiel mit dem Kreisläufer. Ja, die Achse, Rückraum, Kreisläufer ist sehr stark. Sie holen viele 7 Meter raus, sie machen viele Tore darüber. Sehr spielstarke Mannschaft, lassen guten Ball laufen und machen das, wie gesagt, wirklich gut.
Ja, Hartmut, die berühmte Frage, wir sind auf Tabellenplatz 5 und wie geht's weiter? Die stelle ich dir heute nicht, aber die wird kommen. Da kannst du dich drauf verlassen. Und zwar gehen wir jetzt gleich rüber zum Christian Schöne. Danke, bis dahin, Hartmut. Fangen wir gleich mit dieser Frage an. Wir sind im Moment auf Tabellenplatz 5, Christian. 4 Punkte vor den Füchsen und 5 vor Wetzlar, die auch eine sensationelle Saison spielen. Wie auch wir, wie ich finde, dass wir eine ganz tolle Saison spielen. Mal ein bisschen in die Ferne oder in die nähere Zukunft geblickt. Wie schätzt du denn unsere Chancen ein, dass wir womöglich am Ende diesen Tabellenplatz behalten können und dann auch von Europa träumen? Ja, also ich sag mal, das Saisonende oder das Endklassement ist für mich noch sehr, sehr weit weg. Wir haben noch 11 Spiele zu spielen, wir haben noch, oder es gibt noch 22 Punkte zu vergeben und wir haben lediglich 4 Punkte Vorsprung. Ich glaube, das macht in der Liga auch gar keinen Sinn, jetzt nach vorn zu gucken oder zu gucken, was ist in 6 oder 7 Wochen. Wir haben allein in den nächsten 6 Tagen, jetzt wenn wir mal mit Donnerstag beginnen, in 6 Tagen 3 Spiele. Also allein in den 6 Tagen kann man theoretisch 4 Punkte verspielen oder einen Vorsprung ausbauen, wie auch immer. Von daher glaube ich, ist es insbesondere in der Liga gar nicht sinnvoll zu gucken, was passiert am Ende der Saison. Unabhängig davon ist auch nicht sichergestellt, dass der 5. Platz gleichzeitig dann eben auch das internationale Geschäft bedeutet. Dementsprechend tun wir, glaube ich, gut daran, wir als Verantwortliche jetzt natürlich diesen Dreierpack, den wir da in kurzer Zeit haben, als Paket zu sehen, was das Thema Belastungssteuerung, Regenerationsmaßnahmen etc. anbetrifft. Die Spieler sollten nur das Spiel gegen Essen im Kopf haben und definitiv nicht, was das Endklassement anbetrifft oder ähnliches, sondern Essen hat es verdient, aus meiner Sicht den vollen Fokus dazu bekommen, weil sie in den letzten Wochen auch, wie es Hartmut ja gerade schon gesagt hat, wirklich gut gespielt haben, hatten jetzt auch einige Hochkaräter zu spielen in letzter Zeit. Und wenn man sieht, dass beispielsweise bei den Spielen jetzt gegen Kiel, Flensburg, ich glaube Melsung war auch dabei und die höchste Niederlage war da mit 4, wenn man mal das Spiel gegen BHC ausklammert, da sieht man, dass sie absolut konkurrenzfähig sind, dass sie einen erfrischenden Handball spielen und das wird keine leichte Aufgabe. Und die Aufgabe haben wir zu lösen, dann gucken wir weiter und dann können wir gerne in 6, 7 Wochen nochmal gucken, wo es dann hinläuft. Da kommt die Frage hoffentlich wieder und hoffentlich kann man die dann auch entsprechend beantworten, so wie wir uns das natürlich alle wünschen. Christian, jetzt warst du ja lange Zeit selber Spieler, jetzt bist du sportlicher Leiter. Du hast schon angesprochen, das geht hier jetzt Schlag auf Schlag, da kommt Spiel auf Spiel. Du hast was von der Belastungssteuerung gesagt. Was muss man denn da jetzt machen? Jetzt geht es am Donnerstag hier schon wieder gegen Essen, dann geht es am Sonntag weiter nach Berlin. Wie bekommt man das dahin, dass alle Spieler fokussiert sind einerseits, aber andererseits aber auch fit sind? Ist das nur Regenerationstraining im Moment oder wie läuft das? Naja, es geht natürlich darum, das ist fördergründig natürlich Hartmuts Aufgabe, die Belastung im Training letztendlich zu steuern. Es werden da jetzt auch keine Belastungsspitzen gesetzt, sondern es geht letztendlich ja nur um eine taktische Vorbereitung, oftmals jetzt nur mit 1, 2 Tagen, um sich auf den nächsten Gegner vorzubereiten. Darüber hinaus geht es natürlich schon um Themen wie Schlaf, wie Ernährung, wie diese Nachbereitung auch nach dem Training, dass man da alles dafür tut, um wieder fit zu sein. Und es geht natürlich auch darum, und das ist ein ganz wichtiger Faktor, gerade wenn man so viele Spieler hat, dass jeder Spieler einen Beitrag leistet in den Spielen. Auch die Spieler, die dann eben auch regelmäßig von der Bank kommen, dass auch die was Positives zu beitragen, um eben die Belastung auch verteilen zu können. Und du hast es angesprochen, Sebastian Heimann, das wäre natürlich ein Faktor, der uns vorne und hinten sehr, sehr helfen kann, gerade auch im Bereich der Belastungssteuerung, dass wir da nochmal einen sehr, sehr guten Spieler dazu bekommen. Da hoffen wir drauf. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass es Tobi Ellebeck jetzt in den letzten 2 Spielen wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Man sieht, dass er jetzt ein bisschen mehr Rhythmus eben auch hatte und deswegen auch an Sicherheit gewonnen hat. Nichtsdestotrotz wäre es gut, wenn wir alle mal an Bord haben, um dann jetzt die stressigen Wochen, nicht nur jetzt in den nächsten Tagen, sondern insgesamt bis Ende Juni dann auch gut überstehen. Okay, du hast angesprochen das Thema Trainingssteuerung. Natürlich, Hartmut, nochmal zu dir zurück. Dein Thema, selbstverständlich. Wie muss man sich das vorstellen? So Donnerstag, Sonntag, diese englischen Wochen. Was ist da anders im Training? Muss man da viel weniger dosieren? Ist das auch nur mal Kräfte tanken, so ein aktives Training, wo man gar nicht so powert? Wie läuft das ab im Moment? Ja, wenn natürlich jetzt nur 2 Tage Zeit sind zum nächsten Spiel,
dann muss man eine Balance finden zwischen aktiver Erholung und aktiver Regeneration und trotzdem auch Vorbereitung, taktische Vorbereitung auf den nächsten Gegner. Sonst hat man eine ganze Woche dafür, wo man sich ausgiebig auf den Gegner vorbereiten kann, wo man aber auch selber noch an seinem eigenen Abläufen arbeiten kann. Das ist jetzt in dieser Phase nicht mehr möglich, weil es natürlich auch dann darum geht, zu versuchen, die Spieler frisch 2 Tage nach dem nächsten Spiel auf die Platte zu bekommen. Und das ist dann schon ein ziemlicher Balanceakt, ja, zwischen wirklich Erholung und trotzdem fokussiertem und konzentriertem Vorbereiten auf den nächsten Gegner. Wir haben Sebastian Heimann vorhin schon angesprochen, Hartmut, der, wo man noch nicht weiß, ob er spielen kann. Gibt es weitere Spieler, die angeschlagen sind und wo möglicherweise ein Fragezeichen dahinter steht für Donnerstag? Nein, momentan sind alle im Trainingsbetrieb bis auf Basti komplett dabei und da gibt es auch keine Schwierigkeiten momentan. Gut, dann kommen wir zum Jüngsten im Bunde, zum Till. Der Till, bei dem habe ich mir den Eindruck, der könnte fast jeden Tag spielen. Also der sitzt, wenn er auf der Bank sitzt, immer engagiert dabei und wenn er reinkommt, gibt er immer Vollgas. Till, aber die erste Frage, die ist natürlich, geht natürlich nochmal zurück zum Wochenende. Du hast auch gespielt und warst bei der Niederlage in Melsungen dabei. Wie war deine Leistung und wie hast du das Spiel unserer Mannschaft gesehen? Ja, ich glaube, wir haben das eben schon ganz gut zusammengefasst, dass wir einfach zu viel Fehler gemacht haben. Schießen Sie mit statt zum Weltmeister. Ich weiß nicht, wie viele Paraden er am Ende hat. Ja, verpassen es dann in der ersten Halbzeit irgendwie, ja, auf einen Unentschieden ranzukommen oder selbst vielleicht in Führung zu gehen. Obwohl wir wissen, dass Melsungen eine Mannschaft ist, die man in, ja, so in den ersten 15, 20 Minuten knacken kann. Ja, und dann läuft man in der zweiten Halbzeit eben im Rückstand hinterher und das ist dann natürlich gegen eine Mannschaft wie Melsungen schwierig, da dann nochmal ranzukommen und ja, so kommt ein Spiel zustande. Aber ja, so ist das eben manchmal. Ja, ich glaube, dass du in deinen jungen Jahren noch nicht in die Politik einsteigen willst, deshalb muss ich nochmal nachfragen. Deine Leistung habe ich angesprochen, du hast so elegant von der Mannschaft gesprochen, was wir falsch gemacht haben, aber wie war es denn bei dir selber? Es ist mir eigentlich im Grunde egal, wenn wir verloren haben. Also klar habe ich einen Fehlwurf, darüber ärgere ich mich. In der Abwehr habe ich es, glaube ich, ganz gut gemacht. Aber letztendlich haben wir verloren und da ist meine eigene Leistung dann irgendwo hinten eingereiht. Gut, das ehrt dich. Und jetzt trotzdem die nächste Frage. Gegen TuS im Essen, was müssen wir da tun? Weil ich sage es ganz ehrlich, die Punkte müssen hier bleiben. Ja, wir müssen wieder in den Flow kommen, in den wir in den letzten Wochen waren, mit einem besseren Tempospiel, mit einer besseren Abwehrarbeit. Essen hat jetzt auch in den letzten Spielen gezeigt, dass sie keine Laufkundschaft sind. Und ja, ich glaube, wir müssen einfach unser Spiel durchziehen. Und dann sind wir für jede Mannschaft schwer auszurechnen. Und ja, ich glaube, wir müssen einfach unser Spiel spielen und dann gewinnen wir das Spiel am Ende. Schön. Du bildest jetzt mit Marcel Schiller auf links außen ein Duo. Ich glaube, du kannst von Marcel auch noch eine ganze Menge lernen, oder? Ja, kann ich. Also wir sind auch im engen Kontakt. Also wenn ich Fragen habe, dann kann ich da mit Schilli immer sprechen. Ist natürlich ein 1A-Spieler in der Bundesliga. Zeigt er dieses Jahr besonders, finde ich. Und ja. Gut, ich dachte schon, du sagst nur ja, deswegen mache ich mit einer offenen Frage weiter. Marcel Schiller ist ein Kandidat für Olympia. Er zeigt hier super Leistungen, ist bei den Torschützen mega, mega weit vorne und auch in der Nationalmannschaft Top-Leistungen. Wie schätzt du denn seine Chancen ein, dass er bei Olympia dabei ist? Und auch Sebastian Heimann ist ein Kandidat. Ja, Vasili, ich glaube, da führt dieses Jahr, glaube ich, keinen Weg dran vorbei, ihn mitzunehmen. Wirklich eine herausragende Leistung dieses Jahr, auch bei den Nationalmannschaftsspielen, wo er jetzt dabei war und auch bei der WM in Ägypten eine gute Leistung gebracht. Von daher muss man ihn auf jeden Fall mitnehmen. Also, dann fasse ich das mit einem Satz von dir zusammen. Wir müssen unser Spiel machen, unser Spiel spielen, dann gewinnen wir auch gegen Essen. Das wäre mein Part. Und jetzt die Fragen in dieser Runde. Danke zunächst mal an euch drei. Also meine Frage birgt jetzt eine gewisse kleine Brisanz, deswegen heute keine Fragen zum ersten nach der Pressekonferenz. Danke. Rainer, vielen Dank. Damit wären wir, glaube ich, mehr als pünktlich fertig. Ihr habt noch ein bisschen Zeit zu regenerieren. Till, am Donnerstag gute Leistung und vielen Dank und bis zum nächsten Mal.